Leute, ihr seid hier wieder auf unserem Kanal Freezer TV. Heute wird es wieder für euch eine richtig geile Challenge. Die mir erklärt euch jetzt mal die Regeln. Ja Leute, unser Kameramann wird uns heute 7 Fragen stellen und wir müssen sie dann beantworten. Und derjenige, der die Frage richtig beantwortet oder näher an der Antwort liegt, der bekommt halt den Punkt. Und der andere, der die nicht richtig beantwortet hat oder nicht so nah an der Antwort liegt, der bekommt halt dann einen Nackenklatscher. Und am Ende bekommt noch derjenige, der die wenigsten Punkte hat, noch eine zusätzliche Bestrafung. Dann würde ich mal sagen, fangen wir gleich an. Let's go! Okay, jetzt sind wir bei den Fragen. Und die erste Frage lautet 4500 mal 12. 3, 2, 1. 52.000. Die richtige Antwort ist 54.000. Der erste Gewinner ist Petros. Jetzt kommt die Bestrafung, die kleine, mit dem Nackenklatscher. Oh. Okay, dann sind wir jetzt bei der zweiten Frage. Die zweite Frage lautet, wie viel verdient Neymar? 3, 2, 1. 55 Millionen. Okay, die richtige Antwort ist 25 Millionen. Ja! Ja! Das heißt, Timmy hat diese Runde gewonnen. And his name is John C. So, jetzt kommen wir zur dritten Frage. Und die dritte Frage lautet, wie viele Adidas Yeezy Boosts wurden bisher auf der ganzen Welt hergestellt? Oh shit. 3, 2, 1. 3 Millionen! Okay, die richtige Antwort lautet 600.000. Es wurden 600.000 hergestellt. Dimi hat seinen zweiten Punkt. So. Das heißt, Petros bekommt zum zweiten Mal einen Nackenklatscher. Komm, runter. Runter! Junge. Hey! And his name is John C. Das sieht so hart! So, jetzt sind wir bei der vierten Frage und Dimi führt gerade 2 zu 1. Mal schauen, wer jetzt besser punkten kann. So, die vierte Frage lautet: Wer wird Lionel Messi als FIFA 17 Cover ablösen? 3, 2, 1. Mach Reus! Okay, das ist richtig, Petros. Das heißt, es steht 2 zu 2 und Petros darf einen Nackenklatscher verteilen. Scheiße. And his name is John C. Ah! Du Pisser. Wir sind jetzt bei der fünften Frage. Petro hat gerade ausgeglichen. Es steht 2 zu 2. Und jetzt gehen wir zur fünften Frage. Wie heißt die Hauptstadt von Brasilien? 3, 2, 1. Brasilien! Petro hat recht. Es heißt Brasilia. Die Hauptstadt von Brasilien ist Brasilia. Und das heißt, es steht 3 zu 2 für Petro. Und er darf wieder mal einen Nackenklatscher verteilen. Und zwar. Hey, Mann. Mach schnell. Ah, du Wichser! Das hat aber echt wehgetan. Egal, ich bin zur nächsten Frage, Mann. Yo, wir sind jetzt bei der sechsten Frage. Petros führt 3 zu 2. Und jetzt kommen wir zur sechsten Frage. Wie alt ist die Bundeskanzlerin Angela Merkel? 3, 2, 1. 63! Die richtige Antwort ist, sie ist 62 Jahre alt. Petros führt 4 zu 2 und das heißt, er habe damit gewonnen, aber die letzte Frage kommt ja noch. Er darf noch einen Nackenklatscher verteilen. Ah! Jawohl! Jawohl! Die siebten Frage und das ist ja auch die letzte Frage. Und Petrus hat ja schon gewonnen, er führt 4 zu 2 und darf sich dann eine Strafe aussuchen für Dimi.
Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zur letzten Frage. Wie viele Abonnenten hat Dagi B? 3, 2, 1. 2.780.000. 2 Millionen. Die richtige Antwort ist 2.862.000. Ja! Abonnenten. Das heißt, den letzten Nackenklatscher darf Dimi verteilen. Wenn du überzeugt, sie kriegt ja nicht, ich habe eine Strafung. Nee. Bereit? Ja, ich muss ich ja. Übertreib mal nicht, Mann. Der letzte Nackenklatscher. Okay, los. So Leute, wir warten jetzt auf Petros. Mal schauen, was er für eine Bestrafung für mich vorhat. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er hat nichts Schlimmes. Er ist da. Mal sagen, Chili. Was? Nee. Was muss ich machen? Du musst jetzt halt Chili trinken. Nein. Doch. Nein. Ein Löffel, oder? Ein ganz großen Löffel. Mit Scheiß. Chili. Ja. Oh nein. Komm, ein bisschen mehr. Ganz ein Löffel. Ey, shit, Mann. Ein bisschen mehr muss sein. Ich werde meinen Mund verbrennen. Boah, das macht so Spaß. Jetzt muss Dimi Chili trinken und dann würde ich mal sagen, viel Spaß, Dimi. Oh. Okay. Komm. Ich werde es schaffen. Scheiße, das ist so viel. Ah! Oh, das fickt dein Leben. Oh, das fickt dein Leben, Alter. Oh, ich wein schon. Oh, shit, Alter. Jawoll. Oh. Oh, ich brauch Milch oder Brot, Mann. So, Leute, das war's mit diesem Video hier auf unserem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und wer uns noch nicht abonniert hat, abonniert uns jetzt. Und jetzt noch eine kleine Info für euch. Bis September gibt es keine Videos mehr, da wir im Urlaub sind. Und ab September gibt es wieder für euch regelmäßig Videos. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.